Hallo zusammen, heute öffnet sich das 15. Türchen und alles, was ihr für diese Basti-Idee braucht, findet ihr wie immer auch unter meiner Videobeschreibung. Und ihr braucht auf jeden Fall 4 gleich große Eisschälchen und die habe ich wie immer in meinen Lieblings-Secondhand-Laden dabei gefunden. Außerdem Teller, die von klein nach groß gehen, die habe ich wohl neu gekauft in einem schwedischen Möbelhaus. Ja, und dann braucht ihr noch den U-Alles-Kleber oder einen Kleber, der auf jeden Fall Glas und Metall klebt. Und hier, der macht sich wirklich ganz gut. Der begleitet mich schon den ganzen Adventskalender über. Und da die Fläche hier nicht sehr groß ist, ist es am besten, das Ganze mit einem alten Pinsel aufzutragen, weil je nachdem den Pinsel, den könnt ihr danach wegschmeißen. Und man kann den Kleber auf beiden Teilen auftragen und dann mal 10 Minuten warten und das ein bisschen antrocknen lassen. Oder eben nur auf einer Seite und dann muss man das mit Druck dann zusammenkleben. Und da es die gleichen Eisbecher sind, muss man eigentlich nur darauf achten, dass man dann im selben Muster bleibt. Und dann kann man noch ein kleines Gewicht da drauf legen, damit das auch wirklich gut verklebt. Und nachdem der Kleber schon ein bisschen ausgehärtet ist, sieht man, dass ab und zu noch kleine Rillen da offen sind, weil die Schüsseln jetzt nicht wirklich so ganz gerade waren. Da kann man sich aber behelfen, indem man einfach ein bisschen Glitzer auf seine Arbeitsfläche streut. Und dann diese Klebenaht nochmal mit Kleber einpinselt, einmal komplett und rundrum. Und dann mit diesem feuchten Kleber durch diesen Glitzer gehen. So dass man dann da rundherum eben so einen Glitzerstreifen hat und diese Klebenaht nicht mehr zu sehen ist. Und das Ganze macht man dann natürlich auch mit den 2 anderen Schälchen. Und jetzt kann die Etagere zusammengeklebt werden, dafür also den größten Teller nach unten hinstellen. Und auch hier wird das mit dem Alleskleber verklebt. Und hier muss man ein bisschen Geduld haben, ehe das dann wirklich richtig fest ist. Am besten gucken, dass das schön mittig ist. Und wenn das verklebt ist, dann kommt die nächste Etage drauf, dann kommt der mittlere Teller, der da verklebt wird. Und man kann sich das auf jeden Fall anzeichnen, dass man auch wirklich da die Mitte trifft. Und ich habe schon mal den Kleber da großzügig auf den Teller aufgetragen und gehofft, dass ich dann irgendwo wirklich da genau drauf treffe, auf diese andere Klebefläche. Und so arbeitet man sich dann lang hoch, auch die 2. und die 3. Etage wird so verklebt. Und wie gesagt, die Eisbecher waren nicht ganz gerade, dafür hing die Etagere ein bisschen schief. Aber nachdem der Kleber dann ausgehärtet ist, ist dann auch alles verklebt und da rieselt nur ein bisschen Glitzer noch weg. Ja, und dann kann man das nach Lust und Laune dekorieren. Und ich lege die Weihnachtsdekoration jetzt einfach nur lose auf jede Etage. So kann man dann eben diese Etagere auch das ganze Jahr über verwenden und vielleicht für verschiedene Anlässe dann eben neu dekorieren. Und ihr könnt euch dann gerne ein bisschen austoben. Ich habe meine Etagere in Silber- und Grüntönen gehalten, aber einfach nur, weil ich diese Lametta-Schlangen da noch in Silber und in Grün hatte und zum Glück auch passende grüne Kugeln noch übrig hatte. Und immer wenn man da dran kommt, dann wackelt die ein bisschen, die Etagere, aber keine Angst, das hält eigentlich alles ganz gut. Ab und zu immer mal ein bisschen anhalten, dann hört dieses Wackeln auch auf. Und oben kommt hier noch eine Kerze hin. Ja, und wenn ihr das dann so fertig dekoriert habt, dann braucht ihr nur noch einen schönen Platz zu finden für eure Etagere. Oder natürlich, ihr schenkt das jemanden, dann ein bisschen speziell für einzupacken.
Und damit schließt sich dann auch das 15. Türchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut auch morgen wieder vorbei. Und solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dürft ihr das natürlich gerne tun, also bitte einmal abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter, bleibt kreativ und bis morgen. Tschüss.